Guten Abend. Muss mal schauen, wo so der beste Platz ist, dass ich euch auch alle sehen kann. So glaube ich, geht es ganz gut. Ja. Gut. Ja, schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid zu einem Rezept für ein gutes Leben. Und es ist schon erstaunlich, dass wir, die zu den 6-7% der privilegiertesten Menschen so interessiert dran sind an Rezepten für ein gutes Leben. Ist fast schon absurd. Aber trotzdem, es ist wichtig in der heutigen Zeit. Die heutige Zeit ist vielleicht eine der bedeutendsten Zeiten, zumindest der letzten 35 Jahre, seit ich auf der Welt bin. Weil es verändert sich so viel. Und es verändert sich auf der einen Seite so viel in was Schönes und auf der anderen Seite wird immer mehr und mehr der Wunsch nach Orientierung breit bei den Menschen. So irgendwie immer mehr Menschen, habe ich oft das Gefühl, haben sie irgendwo verloren oder vielleicht auch gar nicht gefunden. Und als wie wenn du aufwachst nach so einem langen Schlaf, ja, so ein Dornröschenschlaf und machst die Augen auf und sagst, was ist denn hier los? Was geht denn hier überall ab? Ja, dreht die Welt jetzt am Rad? Habe ich irgendwas verpennt? Ist irgendwas schiefgelaufen? Und vielleicht geht es den einen oder anderen von euch so, weil mir geht es so seit ein paar Jahren oder seit vielen Jahren schon, dass ich mich irgendwann gefragt habe, was mache ich hier? Was ist meine Aufgabe? Warum bin ich hier? Und was macht dieses ganze Gewusel? Und dann feststelle, ja, da war ich auch in diesem Gewusel, permanent. Und habe rumgewuselt und habe das als gut angesehen und als toll angesehen. Bis halt dann irgendwann die Gesundheit gesagt hat, nee, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt lassen wir dich nicht mehr da rumwuseln mit allen anderen, so mit Scheuklappen und irgendwas hinterherrennen. Erfolg, Reichtum, Haus und glücklich sein in irgendwelchen Dingen, die du anschaffst. Und ja, so habe ich angefangen, mich mit einer ganz wesentlichen Frage zu stellen und vielleicht ist das auch für dich so eine wesentliche Frage zu deinem ganz eigenen Erfolgsrezept. Was willst du eigentlich? Was ist das, was dich wirklich bewegt? Was willst du so wirklich, wirklich? Was ist die Essenz, die du haben möchtest? Nicht nur, was möchtest du im Außen, sondern was ist die Essenz des Lebens? Wo soll es hingehen für dich? Wo ist es, dass du sagst, yes! Das ist geil. Ja, jeden Tag. Gib mir das jetzt jeden Tag. Was ist es für dich? Ich habe es gefunden. Ich bin hier. Das ist für mich die Essenz, über Essenz zu sprechen. Ja? Aber wo ist es für dich? Und darüber mag ich heute sprechen. Mag euch darüber sprechen, wie du vielleicht wieder so ein bisschen mehr Orientierung findest, Auswege findest. Auswege aus dem, was irgendwie an dir klebt, was dich nicht das machen lässt, was du gerne möchtest. Deine Wünsche erfüllen, dein Reichtum, deine tolle Partnerschaft, deine glückliche Familie, dein erfüllter Beruf, was auch immer es bei dir ist, da wo du dir so Veränderung wünschst oder oftmals nur ein Fragezeichen hast, ich weiß nicht, warum ich es tue, ich mach's halt einfach. Ja, sondern da wieder rauszukommen und wieder lebendig zu sein, aber so lebendig zu sein, dass du nicht kämpfen musst für dein Leben, sondern dein Leben das macht, was es in der Natur mit jedem Lebewesen macht. Es erfüllt dich. Das Leben kommt zu dir. Du musst dem Leben nicht mehr hinterherrennen. Ja? Das Leben, sag's der Pflanze, rennt die dem Leben hinterher? Nein, sie wird vom Leben erfüllt. Ja? Sie hat Menschen, die kümmern sich drum.
In der Natur braucht sie nicht mal den Menschen. Ja, sie wächst und gedeiht, es ist alles da. Auch für uns ist alles da. Es ist alles in so einem Überfluss da. Manchmal sehen wir den gar nicht, den Überfluss. Die Schönheit des Lebens, deine Chancen. Ich bin gerade sehr, sehr erschrocken. Ich befasse mich seit ein paar Wochen mit einem Thema noch intensiver, als ich es eh tue. Eins meiner Hauptthemen, mit dem ich mich seit 2 Jahren befasse, ist Angst, Burnout, Depression. Ein Krankheitsbild, das in unserer Gesellschaft wächst schneller wie Pilze. Und wir haben ein paar Vorträge gemacht über Angst, Burnout, Depression und wir haben ein paar Menschen erzählt über dieses Thema und das hat über die sozialen Medien ist es relativ viel und schnell verbreitet worden, so dass mich von einem unserer Kontakte, einem unserer Ausbildungstrainer in Deutschland die Tochter angerufen hat, die lebt in London und die sagt zu mir, du, bei mir haben heute nur auf das Teilen des Beitrags 600 Menschen nachgefragt, ich möchte aber was darüber wissen, wie komme ich raus aus meinen Ängsten, aus meinen Depressionen, aus meinem Burnout. Und das Erschreckende ist, der älteste von diesen 600 ist 23. Schüler rufen uns an und sagen, boah, kann ich mit euch über das Thema Depression sprechen? Schüler, 14-Jährige, 16-Jährige rufen uns an, weil sie in der Angst stecken, in der Auswegslosigkeit, im Burnout und in der Depression heimlich Tabletten schlucken oder deswegen Drogen nehmen, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht, weil sie dieser Anforderung im Leben, oft dieser Hoffnungslosigkeit, dieser Auswegslosigkeit, wo sie stecken, nicht mehr entrinnen können und da Auswege suchen. Und das erschreckt mich. Das erschreckt mich in unserer heutigen Gesellschaft. Und wir haben Auswege und es gibt sehr viele dieser Auswege, die ich euch direkt mit heimgeben kann. Ich kann euch einzelne kleine Bereiche zumindest mitgeben, kleine Werkzeuge, mit denen du arbeiten kannst. Mit denen du arbeiten kannst, einfach wieder neue Orientierung zu finden, neue Wege zu finden. Wege, die dich in deine Vollkommenheit, in deine Erfüllung bringen, denn da gehörst du hin. Du gehörst nicht in ein Siechtum, auf ein Abstellgleis, in ein schwermütiges Leben und Gedanken wie, ich kann nichts verändern, schmeiß den gleich weg. Du kannst die Welt verändern, weil du bist die Welt. Ja? Und ich hoffe, dass ich all diese Fragen heute beantworten kann. Ja, also das ist sehr, sehr viel. Das ist ein so umfangreiches Thema und ich versuche, euch sehr viel mitzugeben. Doch wenn ich einmal drin bin, dann denke ich dann nie mehr wieder dran. Und so mag ich da zuerst dran denken, weil ich konnte mich gerade noch einbremsen. Wir haben so eine Liste, wir zeichnen den Vortrag auf. Den Vortrag schicken wir euch gerne zu, wenn ihr euch auf die Liste eintragt. Ihr könnt den Vortrag dann natürlich gern frei verteilen, weitergeben, machen damit, was ihr möchtet. Wir haben hier auch Menschen unter euch mit dabei, die bei mir auch spezielle Ausbildungen gemacht haben, gerade wenn es um Angst, Burnout, Depressionen geht, wenn es um Hilfe geht, aus deinem Lebensthema auszusteigen. Vielleicht möchten sich die gerade mal zeigen, also die Kai Healing Practitioner, einfach mal kurz die Hand hoch. So, eins. Ja, also noch nicht ganz fertig, aber das macht nichts. Oder ja, 1, 2, 3, 4, 5, da hinten auch noch. Ja, also 5 Menschen sind zumindest da. Wenn ihr da Bezug haben könnt oder möchtet, dann einfach anschließend drangehen. So, zu interessanten Themen wie Aurachirurgie und keine Angst vor Krebs und Schwersterkrankungen spreche ich im März auch noch auf dem Pulsar-Kongress in Graz. Unser nächstes Einsteigerseminar, ich sage das alles am Anfang, ich vergesse hinterher, entschuldigt bitte. Die Werbepause ist immer am Anfang. Ja.
oder in der Mitte, wenn keiner geht. Aber da geht es dann zu Pipi machen. Nein, nein, das geht nicht. So. Unser nächstes Einsteigerseminar, die Bedienung, die Bedienungsanleitung fürs Leben, ist vom 12.07. bis 13.07. im Schloss Laubeck. Das Seminar geht aber allerdings schon vorm Seminar los, weil alle unsere Seminare ab dieses Jahr eingeleitet werden von Video-Vorbereitungen. So, ihr kriegt 10 Tage vorher schon jeden Tag ein Video, der euch aufs Seminar vorbereitet. Und noch ein Projekt, das dieses Jahr im April anfängt, April, Mai. Be Now ist ein lebensbegleitendes Projekt. Es geht über 306 Tage, das online stattfindet. Auch da kriegst du gerne, wenn du dich auf eine Liste schreibst, Infos dann zugeschickt. Mehr mag ich dazu nicht sagen. So, wir machen den Tag für heute als Spendenbasis und als Spendenbasis für eine Familie, die hier aus eurer Region kommt. Die Familie ist durch den Tod des Mannes, Lebenspartners, muss man sagen, weil sie waren nicht verheiratet. Das ist mit der Grund, warum das jetzt auch keine Versorgung über den Tod des Mannes gibt. Der Sohn ist behindert, die Frau selbst ist auch leicht behindert, zumindest. Und es ist finanziell sehr, sehr eng. Und vielen, vielen Dank also für euch, für eure Unterstützung, weil es geht hier direkt, so wie die Körbchen voll sind, geben wir es direkt dann weiter. Und das ist sehr, sehr schön, dass wir alle da ein bisschen helfen können. Für den Einzelnen ist es nicht viel und für eine Familie ist es dann doch was Gutes, etwas Besonderes anzuschaffen oder zumindest ein paar Monate zu haben, wo es ja nicht ganz so eng ist, sondern wo man vielleicht auch mal ein bisschen mehr ausgeben kann wie sonst. So, wir Menschen, ich habe eine ganz große Aufgabe. Ich hab zwei Farben, ja. Ich, der immer mit 6 Farben malt. So. So, ich möchte euch so ein bisschen erzählen, wie der Mensch funktioniert, wie deine Wahrnehmung funktioniert. Weil das Wesentlichste ist, einmal zu wissen, woher kommt die Bewertung unseres Lebens? Und die Bewertung unseres Lebens ist tatsächlich natürlich etwas, das bei dir passiert. So. Und dann nehmen wir jetzt hier eine andere Farbe. Ich drehe das dann immer mal wieder um zu euch, dann könnt ihr das auch sehen. Und so, die Ärzte mögen mir verzeihen, wenn es nicht ganz so hundertprozentig auf dem richtigen Platz ist. Unsere Wahrnehmung ist sehr, sehr interessant, weil wir über bestimmte Zentren wahrnehmen. Wir glauben oft so, das, was ich sehe, das, was ich höre, das ist so bedeutend. Ja? Wenn ihr mich jetzt anschaut, was seht ihr? Sagt jetzt bitte lauter nette Sachen. Einen großen Bären. Danke. Einen großen Bären. Ja. So, also es ist schon spannend, was dann oft kommt, aber würde jetzt jeder was sagen, würden viele Menschen was Eigenes sagen. Also jeder würde etwas anderes sehen in mir. Der eine würde sagen, oh Gott, der schaut aus wie mein Ex. Boah. Ja. Der andere würde sagen, oh, der schaut aus wie meine erste Jugendliebe. Ja. Schön. Aber tatsächlich siehst du selbst gar kein Bild. Das, was du wahrnimmst über mich, ist eine Reflexion des Lichts.
Eine Reflexion, die sich auf der Fläche meiner Kleidung, meiner Haut reflektiert und dann macht dein Verstand ein Bild. Also das Bild, das du glaubst zu sehen, existiert in dieser Form nicht, sondern über das Sehen und das Hören, und das sind ja meistens so die beiden Sinnesorgane, über die wir, ja, oder denen wir am meisten Vertrauen und Glauben schenken. Das Sehen und das Hören geht über die Augen und übers Ohr zur Hypophyse an den Hypothalamus und wird jetzt bewertet. Also es wird direkt in eine Bewertung gebracht. Dein Verstand wird sofort, über den Hypothalamus, es geht direkt an den Hypothalamus, so muss richtig sein, so nicht, dass ich mit den Medizinern Ärger kriege. Und also es geht direkt an den Hypothalamus und dort wird über den Verstand bewertet, was du siehst. Also alle Bilder, die du siehst, entstehen in deinem Kopf. Jeden Ton, den du hörst, entsteht in deinem Kopf. Also es entsteht aus dir heraus. Wie kann etwas aus dir heraus entstehen? Nur durch alte Erfahrung, also durch alte Bilder. Du bewertest also gerade etwas, das eine Wahrscheinlichkeit zeigt aus einer Zusammenkunft deiner Erfahrungen. Also alles, was du schon erlebt hast, wird bei einer bestimmten Lebenssituation, bei einem Menschen, wieder verglichen, daraus eine ungefähre Situation erfasst und diese Situation siehst du. Und diese Situation bewertest du. Du gibst ihr jetzt einen Wert. Nichts auf dieser Welt hätte einen Wert, wenn es ihn du nicht gibst. Du vergibst dem Wert. Du sagst, boah, das ist ein Arsch. Oder du sagst, boah, der ist aber nett. Du hast ihm gerade einen Wert gegeben. Eine Lebenssituation, ein Mensch, ein Ereignis, einer Sache. Du gibst dem Geld einen Wert. Das Geld selbst hat keinen Wert. Und es vermehrt sich nicht, wenn es da liegt. Ja? Ich habe es probiert. Ich hab die Scheine auf alle erdenklichen Arten aufeinandergelegt, ineinander verknotet. Es hat noch keins Baby gekriegt. Ja? Also es passiert nichts. In uns passieren die Dinge. Wir geben ihnen eine Bedeutung. Und zwar in beiden Richtungen. In der Schönheit wie im Negativen. Also wenn irgendetwas für dich negativ ist und du sagst, da spielt mir jetzt aber das Leben wieder schwer mit, dann hast du das gerade gemacht, dass dir das Leben schwer mitspielt. Du hast es gebaut und du hängst da drin. Da kommen wir dann noch dazu, ja, wie wir das hochschaukeln. Wir haben andere Sinne. Und also wir haben noch 4 Sinne. Es gibt insgesamt 6 Sinne, die wir haben. Wir haben das physische Fühlen über Hautrezeptoren. Auch das geht an den Verstand, weil im Verstand suchst du nach. Dieser Bereich geht aber entgegen den anderen Bereichen sogar zuerst hier in die Hypophyse und dann in den Hypothalamus, genauso wie das Riechen und das Schmecken und das intuitive Fühlen. Das intuitive Fühlen ist der einzige, der tatsächlich an all denen vorbeigeht und direkt in die Epiphyse geht. Also ganz nach hinten. Ja? Dein Bauchgefühl, da wo du sagst, das habe ich doch gewusst, ich habe mir das schon gedacht, dass wir da nicht hinfahren sollen, dass das Lokal zu hat. Ja? Aber dein Verstand hat gesagt, nee, die haben ja immer auf. Ja, und du hättest mal wieder auf deine Intuition hören können. Wer kennt das? Ja, jeder. Ja, haben wir alle schon mitgemacht. Und immer wieder machen wir es nicht. Warum? Weil dieser Bereich, unser Verstand, so dominant ist und uns permanent in ein Denken hält. Ja, es muss hier oben immer irgendwas brodeln. Wir sind von diesen äußeren Reizen, die wir immer mehr und mehr haben, so im Verstand gefangen, dass unser Verstand nur noch denkt, bewertet. Und wenn er etwas bewertet hat, dann auch noch urteilt darüber. Also wir haben schon eine Potenz. Wir geben diesen
Ereignissen schon einen Wert und urteilen drüber, also wir geben ihnen noch mehr Wert. Und wir teilen unser Urteil und werden dann sauer, wenn andere unser Urteil nicht teilen, weil sie ein eigenes Urteil haben. Und das ist ja schließlich total falsch. Ja, weil meine Meinung ist ja richtig. Und so suchen wir automatisch mehr Gewicht für unsere eigene Meinung. Wir suchen Menschen, die unsere Meinung teilen. Nicht Menschen, die mit uns einfach still sind. Wir suchen Menschen, die unsere Meinung teilen und wir sagen, hä, du, das und das und das, bist meiner Meinung. Dann sind wir schon zwei, wir sind stärker. Und dann sind wir eine ganze Gruppe. So funktionieren übrigens Kirchen. Ja, so Freikirchen und so weiter. Sie machen Meinung. Und ich finde es ja schön, mit einer deutschen großen Zeitung mit vier weißen Buchstaben auf rotem Hintergrund, ja, Bild, ja. Die sagt ja auch, wir betreiben Meinungsbildung. Das Wort musst du dir mal langsam nochmal vorstellen. Meinungsbildung. Wir bilden deine Meinung. Das sagen die auch noch öffentlich. Und genau das machen sie. Die bilden deine Meinung. Das macht jedes Fernsehen. Die sind darauf spezialisiert, dass du dir eine Meinung bildest. Die wissen alle, wie das funktioniert. Und sie wollen ja, dass du dir eine Meinung bildest. Sie wollen dich im Kollektiv haben, im Boot haben, weil jetzt sind sie stark. Wenn du wirklich individuell bist und du für dich alleine gerade stehst, will dich doch keiner. Sagen doch die meisten Männer, du tust nicht das, was ich mag. Ja, dich braucht man nicht. Und das ist mit eins unserer großen Probleme. Die Industrie hat das erkannt, dass der Mensch anfängt, schön langsam aus seinem Dornröschenschlaf aufzuwachen. Deswegen gab sie ihm iPads, Handys, noch schnellere Computer, noch bessere Fernseher. Wir haben heute im Fernseher Bilder, die gibt es in der Natur nicht. Die findest du nicht. Die sind so scharf gezeichnet, kein Auge kann in der Natur so scharfe Konturen sehen. Wir flüchten von der Realität, weil wir eine hochgezeichnete Realität an unseren Bildschirmen haben, auf dem Handy inzwischen. Ja? Das iPhone 10 ist, bis auf das, dass es super gestochen scharf ist, totaler Schrott. Ja? Aber es ist so mega geil scharf vom Bild, dass die Leute wirklich sagen, das ist der Hammer. Ja? Das hat mit dieser blassen Realität nichts mehr zu tun. Da habe ich endlich mal Action im Handy. Wir waren gerade über Silvester und Anfang Januar in Urlaub. Wir waren eine Woche in Sri Lanka und eine Woche auf den Malediven. Und auf den Malediven traumhaft. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist wie im Katalog, aber exakt. Ja? Schöner wie im Katalog. Türkises Wasser, weißer Sandstrand, wunderschön, keine Moskitos, kein Ungeziefer, kein Nichts. Ja, also traumhaft. Und du sitzt an einem der schönsten Strände vielleicht dieser Welt, in einem Restaurant, da wo du dir glaubst, Schralaffenland ist gar nichts dagegen. Ja, traumhaft schön. Frische Früchte, alles da, was du brauchst. Und endlich hast du Zeit mit deiner Geliebten. Du kannst mit ihr die Sonne genießen, das Wasser, das Essen, einfach nur mal alle fünf baumeln lassen und ein schönes Leben haben. Und dann schaust du so auf die Nachbartische, und das ist jetzt kein Witz, alle, definitiv alle, haben Handy in der Hand. Die einzigen zwei, die nicht, Melinda und ich. Da sitzt eine Familie, sechs Leute am einen Tisch beim Essen und jeder hat so ein Brett. Keine Ahnung, ob sich die Nachrichten schicken. Vielleicht war gerade eine Taubstummengruppe auf den Malediven. Keine Ahnung, weiß es nicht. Ja. Aber das ist erschreckend. Und die Menschen essen so. Oder haben das Telefon und telefonieren beim Essen. Haben das Telefon am Kopf und reden und essen. Leben wir überhaupt? Haben wir irgendwas nicht mitgekriegt? Ja. Und das,
Verstand, alles in dem Verstand. Bring die Menschen weg vom Leben. Ich möchte dich einladen, für dich so ein kleines eigenes Projekt machen. So, werd zum Forscher und Entdecker deines Umfeldes. Zwei Dinge, die du dir anschaust. Schau dir mal eine Woche lang alles an, was um dich herum ist, was nicht lebendig ist. Die Wand, Beton, ist nicht lebendig. Das hier ist nicht lebendig. Die Lampen sind nicht lebendig. Ja, das Papier ist vielleicht noch lebendig. Ja, das Holz ist lebendig. Das hier hat nichts mehr von Lebendigkeit. Das hat gleich gar nichts von Lebendigkeit. Also zumindest das Plakat nicht. Ja, also ich mag nichts gegen das Produkt sagen. Aber schau dir mal an, was alles unlebendig ist. Und dann mach dir den Spaß eine Woche später und schau dir im Gegenzug alles an, was um dich herum im normalen Tagesverlauf lebendig ist. Eine echte Zimmerpflanze. Ja, keine aus Plastik, die wäre unlebendig. Was ist alles lebendig, was ist unlebendig? Und du wirst feststellen, dass insbesondere die Menschen, die in großen Städten leben, hauptsächlich umgeben sind von Unlebendigen. Ja, also etwas, was nicht lebt. Wir leben inzwischen in unlebendigen Häusern, mit unlebendigen Möbeln, mit unlebendiger Kleidung, Polyethylen und was weiß ich nicht alles, fahren in unlebendigen Autos und wundern uns dann, dass uns das Leben fehlt? Das ist absurd. Früher haben wir in lebendigen Bereichen gelebt, lebendige Häuser, lebendiges Essen. Wir haben ja nicht mal mehr lebendiges Essen. Glaubst doch nicht etwa, dass du im Lidl ein lebendiges Essen kriegst? Keine lebendige Tomate, keine lebendige Banane, ist alles bestrahlt. Das, wenn du Früchte vom Baum gegessen hast, gerade da, wo wir herkommen, frisch, und du isst jetzt von uns eine Mango, das kannst du nicht essen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ob die Mango jemals Sonne gesehen hat, ich weiß nicht. Ja, zumindest ist sie bestrahlt worden. Wir haben uns ein Leben ausgesucht, das modern und schnell ist. Aber in dem Modernen und dem Schnellen, was geht dort denn verloren? Die Langsamkeit, die Gemütlichkeit, die Essenz des Lebens, das Miteinander. Das Miteinander dasitzen und spielen. Mein 18-jähriger Sohn lebt jetzt allein in München und hat eine neue Freundin. Und wir waren das letzte oder vorletzte Mal, wo wir uns gesehen haben, waren wir Bowling spielen. Das letzte Mal, jetzt gerade vor einer Woche, war ich mit ihm im BMW-Museum in München, waren dann im Olympiapark, sind ein bisschen spazieren gegangen. Und seine Freundin fragt und sagt, du, wenn du deinen Vater siehst, macht ihr immer sowas, dass ihr spielt miteinander, also mal einen Tisch setzt und so ein Tischspiel macht und dass ihr irgendwo hingeht, rausgeht und irgendwas tut? Und er sagt, ja, das haben wir immer gemacht. Wir haben jeden Abend gespielt zu Hause, am Tisch Brettspiele. Und dann sagt, das kennt sie gar nicht. Das kennt sie nicht. Das ist schön. Wie oft haben wir das früher gemacht? Ja, das haben wir, wenn nicht nur einmal die Woche, öfters die Woche, haben wir Brettspiele gemacht. Wir hatten keine Computer. Heute sitzen die Kinder und spielen mit Computern. Wir waren damals, kann mich erinnern, wir hatten so eine Stunde zu gehen, in München, da wo ich aufgewachsen bin, bis zur Isar, also so größerer Fluss mitten durch München. Und wir mussten eine Stunde laufen. Und wir haben niemandem gesagt, dass wir jetzt an die Isar laufen. Weil sonst hätte vielleicht noch jemand gesagt, nee, da ist gerade Hochwasser, da darfst du nicht hin. Ja, da sind wir an die Isar gelaufen. Wir hatten kein Handy dabei, da gab es noch gar keine Handys. Und das Einzige, was wir hatten, ist, wir hatten so von der Mama mitbekommen, kommt aber zurück, bevor es dunkel wird.
Wann weißt du, bevor es dunkel wird? Das beschäftigt mich immer noch. Als dunkel war, jetzt ist dunkel. Jetzt müssen wir losgehen. Also wir waren immer eine Stunde nach Dunkelheit dann zu Hause. Und meine Mama hat das, glaube ich, nie verstanden, dass sie immer gesagt hat, Mama, ich weiß nicht, wann es dunkel wird. Das weißt du erst, wenn es dunkel ist. Komm zu Hause, bevor es dunkel wird. Da kann ich daheim bleiben. Fernsehen hatten wir in Deutschland. Wir gehörten ja zu den Oberprivilegiertesten. Ja? Wir haben ja fast alle ausgelacht in Bayern. Wir hatten 5 Programme. Das erste, das zweite, das dritte, Ö1, Ö2. Ja? Wir waren damals verwöhnt. Um 22 Uhr war Testbild. Heute hast du 1000 Fernsehsender. Die Menschen werden bespaßt wie noch nie. Ja? Lass sie bitte hier was machen. Hier. Ja. Das Erste, was du machen kannst für dich, ist, versuch mal, ruhig zu sein. So richtig. Nicht nur, dass du nicht redest, sondern dass du einfach mal die Augen schließt. Auch nicht eine Meditation hörst oder irgendwie eine Musik hörst. Mach mal deine Ohren auf Null. Stopf dir mal Watte in die Ohren. Dass du nichts hörst, dass wirklich nichts von außen. Mach dir Kopfhörer drauf, aber ohne Musik. Damit es nur mal ruhig ist. Und mach deine Augen mal zu. Nimm vielleicht noch so beim nächsten Flugreise so eine Schlafbrille mit. Kauf dir eine. Verbind dir die Augen. Und dass es mal richtig dunkel ist. Mach mal richtig dunkel und richtig still. Und weißt du, was dann passiert? Du hörst dich. Du hörst dich vielleicht zum ersten Mal in dein Leben ganz bewusst. Hörst du dich? Du hörst deinen Atem, wie er vielleicht rasselt an einzelnen Stellen in der Lunge, im Hals. Du hörst dein Herz. Du hörst dein Herz. Das ist unglaublich. Und das ist so schön, weil du machst gerade nichts. Und das arbeitet. Einfach so. Du musst nichts dazu tun. Und du kannst endlich mal zuhören. Du kannst dabei sein, wie dein Herz arbeitet. Pump, pump, pump. Und das ist mega stark. Das ist richtig stark, dein Herz. Und wenn du dann magst und sagst, und jetzt setze ich noch einen drauf, jetzt schenke ich mir wirklich was, dann nimm dich mal selbst in den Arm, und zwar genau so. Deine rechte Hand, rechten Arm, das ist die. Und leg die einmal hier so, bis zu deiner linken Schulter, und die andere Hand drüber. Ja, also die linke Hand drüber. Kannst du mal so mitmachen gerade. Ja? Und wenn du dann deine Augen und deine Ohren zu hast und dich selbst gerade so im Arm hast, dann fängst du einfach nur an und schaukelst so ganz leicht. Schaukel dich einfach selber. Und schenk dir den Moment, ja, der ist nur für dich. Das bist du, und du hörst auf dich und du hältst dich und du schaukelst dich ein bisschen. Und was dann passiert ist, das hört auf. Es hört endlich auf. Es hört auf, und das ist für dich endlich hört es auf. Dieses, es ist ruhig. Vielleicht gelingt dir das nicht gleich beim ersten Mal. Vielleicht ist beim ersten Mal, Scheiß, was mache ich jetzt da? Müsst ihr noch bügeln, noch einkaufen? Ja. 10 Minuten. Das bügelt dir niemand weg. Ja. Das ist ein großer Erfahrungswert. Ja. Also der Melinda hat noch nie jemand was weggebügelt. Ja. Funktioniert nicht. Also es bleibt eh. So, aber dieses, wenn ich nichts tue, dann bin ich nichts wert. Wir müssen was tun, um was wert zu sein. Das haben wir mitgekriegt. Wir haben mitgekriegt, wie wir zu sein haben, damit wir angenehm für andere sind. Es hat dir nie jemand gelernt, wie wichtig es ist, dass du dich wahrnehmen kannst, dass du dich siehst, dass du auf dich schaust. Wenn du das gemacht hast, dann hat irgendjemand zu dir gesagt, du bist ein Egoist.
Sei nicht so egoistisch. Denk doch an die anderen. Nein, es ist doch dein Leben. Und irgendwann wird es für jeden von uns wird so sein, wir werden eher so in einer waagrechten Position liegen. Und du wirst vielleicht wissen, naja, das war's jetzt. Jetzt habe ich vielleicht noch 10 Minuten und dann war's es. Und dann wird, ja, dein Leben wird an dir einmal vorbeirauschen. Und du wirst viele Momente sehen. Du wirst die Momente sehen mit deinen Kindern, mit deinen Partnern, im Beruf. Du wirst sehen, wo du für andere funktioniert hast, wo du gelobt worden bist, wo du etwas gut gemacht hast. Und du wirst am Ende sehen, Scheiße, was habe ich für mich gemacht? Wo war ich? Wo habe ich wirklich alles das, was in mir ist, wo habe ich das verwirklicht? Und dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Aber jetzt kannst du was machen. Jetzt kannst du an dich denken. Jetzt kannst du dir jeden Tag 10 Minuten schenken, 20 Minuten schenken. Einfach für dich. Du kannst raus aus diesem Wahnsinn. Wir leben in so einer Fülle und in dieser Fülle in so einem Wahnsinn, dass wir gar keinen Bezug mehr dazu haben. So bewusster werden, auszusteigen, das Handy halt zum Essen nicht mehr mitzunehmen. Leg's weg. Die Welt geht nicht unter. Definitiv nicht. Und wenn dich unbedingt jemand erreichen will, dann erreicht er dich in einer halben Stunde auch noch. Ja? Und für ihn ist es ja auch ganz gut. Er hat was zu tun in dieser halben Stunde. Er kann sich Bewertungen über dich einfallen lassen, Urteile. Der Kreislauf wird angeregt. Ja? Ihm wird es warm. Unter Umständen. Oder er sitzt genauso gelassen. Und du kannst ihm viel entspannter zurückrufen. Du hast gerade gegessen. Essen, Fernsehen, Zeitung lesen, am Handy rumspielen, ist nicht kompatibel. Ja, das gehört nicht zusammen. All die Informationen isst du mit. Wir essen Informationen, wir verstoffwechseln Informationen. Dein Stoffwechsel heißt nicht, nur das, was ich physikalisch in meinen Körper reintue, wird hier verstoffwechselt. Warum sagen wir, das ist das Bauchgehirn? Weil es hier mitarbeitet. Du kannst die beiden Systeme nicht trennen. Wenn hier was denkt, arbeitet es hier mit. Das ist so. Und wenn es hier arbeitet, arbeitet es hier mit. Das ist miteinander gekoppelt. Beide schauen gleich aus. Wenn du dir ein Gehirn anschaust mit den Windungen, schaut genauso aus wie dein Dünndarm. Nur kleiner. Die beiden sind eine Einheit. Wir Menschen verstoffwechseln immer auf 3 Ebenen. Physikalisch, emotional, energetisch und im Informationskörper, also im Austausch. Aber alle 3 ist Stoffwechsel. Wir können nur Stoffwechsel. Ja, das ist alles, was dein Körper macht, ist immer nur wechseln. Ja, er nimmt was auf, baut es um und gibt es ab. Heißt immer annehmen, verarbeiten, ausscheiden. 3-mal. Information annehmen, verarbeiten, ausscheiden. Die Idee ist nichts für mich oder ich spuck's aus. Im Emotionalen die Emotion annehmen, sie durchleben, verarbeiten und entweder sagen, andere Mütter haben auch noch schöne Jungs, ja, lass den endlich los. Oder halt weiter in der Trauer sein oder über die Trauer hinwegkommen, hast es verarbeitet. Oder im Körperlichen, ich esse was, verstoffwechsel's und scheide den Rest wieder aus. Diese Prozesse laufen immer analog miteinander. Somit gibt es für uns als Mensch definitiv niemals eine körperliche Erkrankung. Die kann es gar nicht geben. Es kann auch keinen Unfall geben für dich. Du stehst als normales Leben nicht in Resonanz zu einem Unfall. Du stehst erst dann in Resonanz zu einer Krankheit oder zu einem Unfall, wenn irgendwas verloren gegangen ist. Wenn du nicht mehr Bestandteil eines großen Ganzen bist. Du bist nicht alleine. Du bist auch nicht nur unter Menschen. Es geht nicht darum, gut zu sein für andere Menschen, gut zu sein für einen Arbeitgeber, für einen Partner, für deine Kinder, für eine Regierung, für ein ganzes Land, für die ganze Welt. Darum geht es überhaupt nicht. Du darfst individuell sein, aber vergiss den Rest des Lebens nicht.
Es gibt zu viel Leben um dich herum. Und du wirst es feststellen, wenn du einmal schaust, was alles lebendig ist. Und wenn du geschaut hast, was alles lebendig ist, also erst das Tote, dann das Lebendige, und dich dann nochmal umschaust und du nimmst jeden Körper, der lebendig ist, den physikalischen Körper weg und schaust, was bleibt, wenn ich die Pflanze jetzt anzünde und verbrenne, wenn ich dem Menschen einfach den Körper wegmache, den Baum, alles, was lebendig ist, mach alle Körper weg. Vom Holz, dann bleibt das Leben in seiner Essenz übrig, weil du bist nicht der Körper. Ja? Und das Leben, es gibt nur ein Leben. Du bist die Pflanze. Du bist der Baum. Du bist die Ameise im Garten. Du bist auch dein Nachbar, der dich tierisch nervt. Alles das bist du. Du bist jedes Leben. Es gibt keine zwei. Es gibt nur unterschiedliche Körper. Wie möchtest du ganz und eins sein? Unser großer Wunsch, endlich eine Einheit. Aber bitte nur gute Einheit. Also nur die Lieben. Ja? Die Bösen nicht. Aber die bist du. Du bist Mutter Maria. Du bist Adolf Hitler. Du bist alles. Du bist beides. Du bist polar. Doch du entscheidest, wer bist du im Ausdruck? Bist du im Ausdruck lieber Mutter Maria oder bist du lieber Adolf Hitler? Du darfst dich entscheiden, was du möchtest. Du darfst heute zerstören und du darfst umarmen. Alles das darfst du. Es gibt niemanden außer unsere selbstgemachten menschlichen Gesetze, aber darüber gibt es niemanden, der dich für irgendwas in Verantwortung zieht. Wer denn? Gott? Irgendeine Schöpfung? Egal an was du glaubst. Es wird dir da oben nichts geschehen. Es gibt kein Fegefeuer, es gibt keine Hölle. Das wäre bewertend. Es gibt Bewertung nur in der Dreidimensionalität. Überhalb der Dreidimensionalität gibt es kein links, kein rechts, kein oben, kein unten, kein vorn, kein hinten. Wie soll es da ein wahr oder unwahr geben? Ein gerecht oder ungerecht? Alles das ist nicht möglich. Also die Essenz dessen, was du bist, das Leben selbst, kennt gar keine Bewertung. Du machst die Bewertung hier, die ist wichtig für unser dreidimensionales Leben, damit uns wir hier bewegen können. Du musst dich entscheiden. Jede Sekunde deines Lebens triffst du eine Entscheidung. Triffst die Entscheidung, ob du nach links gehst oder nach rechts gehst, ob du nach vorn, nach hinten gehst. Ja, alles das sind permanente Entscheidungen. Und die darfst du treffen, wie du möchtest. Ja, das ist schön. Daraus lernst du. Daraus lernst du, was du eigentlich bist. Weil als das Leben ohne dieses links, rechts, vorn, hinten, oben, unten, bist du das Leben. Ja, toll. Aber wie ist es denn? Wie fühlt es sich an? Du brauchst einen Körper, damit es sich anfühlt. Damit du es erfahren kannst, verstoffwechseln kannst. Auf drei Ebenen. Ja, einmal unsichtbar unsere Informationsfelder, unsere Emotionen, Energie und in unserem physikalischen Körper. Dann weißt du erst, was du bist. Aber du musst es in dir erfahren. In dir. Da musst du erfahren, was du bist. Dein Außen zeigt dir, wie dich dein Außen sieht, aber nicht, wie du bist. Und jeder Mensch wird dich anders sehen. Es wird Menschen geben, die werden sagen, du bist ein Segen für diese Menschheit. Und es wird Menschen geben, die werden zu dir sagen, wenn es dich nicht geben wird, wäre es auch kein Verlust. Ja? Aber das ist immer die Meinung der Menschen. Das hat mit dir nichts zu tun. Scheiß drauf, was die Menschen zu dir sagen. Was sagst du zu dir? Wie begegnest du dir? Was oder wer bist du? Wie fühlst du dich? Wie kannst du dich wahrnehmen? Das kannst du mit offenen Augen nicht. Mit offenen Augen schaust du im Spiegel. Du bist nicht im Spiegel. Du bist in dir. Du bist unsichtbar. Ja? Schau nicht irgendwo hin, da wo du eine Reflexion kriegst von irgendwas, was du niemals sein wirst. Ja? Wir rennen Idealen nach, nur um gut zu funktionieren. Um für andere toll zu sein, dass andere sagen, hey, yippie, der ist gut. Was sagst du zu dir? Sagst du auch, hey, yippie, ich bin gut? Ja?
Wer von euch hat zum letzten Mal gesagt, bin ich aber sowas von ein geiler Typ? Ja? Yeah! Gut. Super. Wenn noch nicht, dann fang an damit. Fang an und schau, was an dir dein Element ist. Was ist dein Element? Wo bist du gut drin? Wo spürst du, hey, da habe ich meine Power, da habe ich meine Kraft. Ja? Wir lernen in unseren Schulen, in unserer Erziehung, in unseren Arbeitsstellen, mit unseren Partnern. Wir lernen, Fische auf Bäume zu kraxeln und sagen ihm dann, du bist total scheiße, um auf Bäume zu kraxeln. Du kannst das einfach nicht richtig. Ja, logisch kann ein Fisch nicht auf Bäume kraxeln. Ein Affe ist wesentlich besser. Aber das ist auch nicht das Element von einem Fisch. Bring einen Fisch mal in sein Wasser. Dann kann der Affe mal schauen, ob er mithalten kann. Das ist das Element des Fisches. Was ist dein Element? Die meisten Menschen wissen nicht mal, was ihr Element ist. Geschweige denn, sie bewegen sich in ihrem Element. Wir machen das, wo wir halt zufällig irgendwie reingeschlittert worden sind. Ich habe meinen ersten Beruf, ich habe Abitur gemacht mit 1,2. Ich war mit 15 Jahren, war gerade 15, mit dem Abitur fertig. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Damals war eine schwierige Zeit, überhaupt irgendeinen Job zu kriegen. Ich wollte unbedingt studieren. Meine Eltern haben gesagt, Studium kommt nicht in Frage. Heute bin ich froh, ich wollte Mathematik studieren. Ja, stell dir das vor. Meine Eltern haben gesagt, nee, das Beste ist, du suchst dir einen handwerklichen Beruf, der Suchungsgrad. Dann habe ich Zentralheizung und Lüftungsbau gelernt. Na, das ist aber sowas von überhaupt nicht mein Element. Ja, das ist der Fisch, der gerade auf den Baum klettert. Das war okay, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich bin durch diesen Beruf jetzt handwerklich geschickt. Das kannst du mit diesen Händen nicht. Ja? Da geht halt kein Nagel gerade in die Wand. Ich habe auch keinen Bock da drauf. Ich habe nie an Autos rumgeschraubt, das hat mich nie interessiert. Ich mag solche Sachen nicht, das ist nicht mein Element. Aber was ich mag, ist, ich mag schreiben, ich mag gern reden. Ja. Das ist mein Element. Hier bin ich jetzt gleich, schwimmen gerade. Ja. Bin gerade der Fisch im Wasser. Das ist mein Element. Aber, also ich bin ja jetzt 35, das hat 25 Jahre gedauert, bis ich mein Element gefunden habe. Und jetzt bin ich nicht unbedingt einer, der orientierungslos rumgerannt ist. Und ich kann auch nicht sagen, mein Leben war beschissen. Nein, mein Leben war immer schön. Es hat mir immer alles gefallen. Mir hat es auch nie an etwas gefehlt. Aber erst seitdem ich in mein Element bin, spüre ich, wie leicht das Leben doch funktioniert. Ich muss jetzt nicht mehr kämpfen. Ich muss mich nicht mehr abmühen, auf Bäume zu klettern, weil es nicht mein Element ist. Hat mit mir nichts zu tun. Ja? Und das sollte so eine Frage sein, die dich wirklich, wirklich, wirklich beschäftigt. Was ist dein Element? Wo würdest du hingehen, gern jeden Tag in der Früh aufstehen, nur um wieder in deinem Element zu sein, dich mit deinem Element zu umgeben, da drin zu baden, ja, einfach da zu sein, präsent zu sein. Sogar dann, wenn du Geld dafür hergeben müsstest. Ja, sondern nicht nur dann, wenn dir jemand Geld dafür gibt, sondern ich mag in meinem Element sein. Dann kommen immer solche Sachen, die ich dann oft höre, so, naja, aber ich muss ja trotzdem Sicherheit, muss an Sicherheit denken. Was ist das für ein, das verstehe ich nicht. Sicherheit, wer gibt dir Sicherheit? Dein Arbeitgeber, dass du am Monatsende das Geld kriegst? Die Sicherheit hast du nicht. Die hast du nicht. Wenn morgen jemand vom Finanzamt kommt, machen die unter Umständen den Laden dicht.
Das ist eine vermeintliche Sicherheit. Du gibst nur deine Verantwortung ab. Du sagst, nee, mit dem Thema mag ich nichts zu tun haben. Das gebe ich weg. Gib doch deine Power nicht ab. Das ist deine Verantwortung. Das geht doch um dein Leben. Trag doch die Verantwortung in der letztendlichen Konsequenz. Versicherung, Arbeit und. Ich bin seit ich 18 bin selbstständig. Ich habe den Großteil meines Lebens ohne Krankenversicherung verbracht. Und wenn irgendwas war, habe ich es bezahlt. Es ist für mich ist es normal. Es ist normal, dass ich sage, ich stehe für mich selber gerade. Es ist mein Leben, also kann ich doch mal die Verantwortung von meinem Leben nicht an irgendjemand anders übergeben. An jemanden, bei dem ich arbeite. Dass der jetzt dafür sorgt, dass ich am Monatsende auch pünktlich immer mein Geld auf dem Konto habe. Es ist für die meisten Betriebe super schwer in der heutigen Zeit. Super, super schwer. Und du hast keine Sicherheit. Du weißt nicht, ob es gut geht. Das weißt du nie. Die Garantie hast du nie. Aber was du machen kannst, ist, du kannst anfangen, erste Schritte zu gehen. Es geht immerhin in dein Element. Es geht in das, was dir Freude macht. Glaubst du tatsächlich, dass das, was dich wirklich erfüllt, wo du auch 16, 17, 18 Stunden dich drin bewegen kannst, in dem Element, ohne müde zu werden. Ohne müde zu werden. Dass das in die Hose geht? Niemals. Sorry, das kann nicht in die Hose gehen. Wenn es dein Element ist, geht das nicht in die Hose. Ja? Weil jetzt bist du erfüllt. Und wenn du erfüllt und glücklich bist, kommt alles zu dir. Wer war schon mal verliebt von euch? Ja. Jeder. Was ist, wenn du verliebt bist? Wenn du verliebt bist, das Leben ist doch ein Freispiel. Hallo. Das ist doch die große Serie am Automaten. Ja, da macht es doch nur noch bing, 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 bing. Die ersten 100 Tage. Dann ist die Serie aus. War eine 100er-Serie. Ist die Honeymoon-Phase. Was geschieht, dass die Menschen da wieder rausfallen? Das, was geschieht, ist, ihre Aufmerksamkeit richtet sich wieder auf was anderes. Weil nach 100 Tagen fallen dir auf einmal doch die Socken auf, die irgendwie auf dem Weg zum Wäschekorb ihre Energie verlieren. Die nicht zugeschraubte Zahnpastatube oder die zerdrückte Zahnpastatube. Alles das siehst du. Das heißt, deine Wahrnehmung, deine Ausrichtung verändert sich. Der ganze Rest ist immer noch gleich. Du machst jetzt eine andere Bewertung. Du bewertest jetzt anders. Du siehst andere Dinge. Und da mag ich dich einladen auf ein zweites, eigenes Experiment. Und dieses Experiment ist mein Lieblingsexperiment. Wie erkläre ich euch das? Am besten mit einem Beispiel. Du planst, ein neues Auto zu kaufen. Und dieses neue Auto soll was Besonderes sein. Du hast dafür relativ lange gespart und du hast dich für ein Auto entschieden und dieses Auto ist ein weißer Audi A3 mit roten Ledersitzen. Ja, der soll es unbedingt sein. Und du hast vorher so gut wie nie einen weißen Audi A3 mit roten Ledersitzen gesehen. Und in dem Moment, wo du dir sicher bist, ein weißer Audi A3 mit roten Ledersitzen, siehst du weiße Audi A3 mit roten Ledersitzen. Nicht nur einen, sondern viele. Ja? Jeder hat auf einmal das gleiche Auto. Ja? Dann kaufst du dir einen blauen Volvo mit braunen Ledersitzen. Warum ist das so? Die weißen Audis, die waren vorher genauso da, nur unser Verstand arbeitet ein bisschen eigentümlich. Ja, der kann Kreise machen. Ja, unglaublich. Den brauchen wir nicht, das ist nur so. So. Stell dir vor, das ist deine
gesamte Wahrnehmung, die du hast, also deine erweiterte Wahrnehmung, die direkt an die Epiphyse geht, also nicht am Gehirn vorbei, sondern das ist das, was du gar nicht mitkriegst, dass es permanent passiert. Deine erweiterte Wahrnehmung hat eine Rechenleistung und auch dein Verstand hat eine Rechenleistung. Ja, das ist dein Verstand. Ich sage immer, wie kann man über so eine kleine Masse überhaupt diskutieren? Dein Verstand, die Rechenleistung deines Verstandes, die können wir medizinisch messen. Ja, also wir können schauen, wie viel Leistung erbringt dein Verstand. Und was glaubst du, wenn wir es auf Gedanken umlegen? Ja, also einfach sagen, wie viele Gedanken pro Sekunde kann dein Verstand denken? Was schätzt du? Schmeißt mal ein paar Zahlen in den Raum. Ihr wollt Mathematik studieren. Ihr nehmt dann hinterher die Wurzel von allen Zahlen. 5000 Gedanken pro Sekunde, das ist doch mal eine Zahl. Damit können wir arbeiten. Ha? Mehr? Wer sagt mehr? Wer sagt weniger? Ah, und der Rest ist zu faul, die Hand zu heben. Ja, ja, so. Okay. So. Naja, also, dann runde ich in Leoben mal nach oben hinauf. Und, also ich fange schon mal an zu schreiben. So, das war's schon. Ja, kurz und bündig, 50 Gedanken pro Sekunde. Bewusst und unbewusst. Ja? Bewusst sind die meisten Menschen gerade mal in der Lage, 2 bis 3 Gedanken pro Sekunde überhaupt bewusst zu erleben. Trainierte Menschen, die viel rechnen, die Wissenschaftler, die viel nachdenken, Menschen, die Bücher schreiben, die viel in Gedanken sind, die schaffen vielleicht parallel 7 Gedanken bewusst zu denken. 7. Die sie auch wirklich bewusst steuern. Der ganze Rest ist schon Unterbewusstsein. Das geht an dir vorbei, das plätschert irgendwo weg. Dieser Bereich kann natürlich auch verarbeiten. Was schätzt du, wie viel Rechenleistung haben wir hier? Wie viel? 1 Trillion. Das ist eine Hausnummer, ja? Also ist gar nicht mal so weit weg. Das ist 1 Trillion. Trillionen sind wir. Also es stimmt tatsächlich etwa 7 Trillionen. So, Millionen, Milliarden, Trillionen. So, Millionen, Milliarden, Trillionen. Genau. So, 7 Trillionen. 7 Trillionen Operationseinheiten pro Sekunde. Das ist das, was dein Gesamtbewusstsein kann. Das heißt, es sind wesentlich mehr Informationen mit dir permanent in Verbindung und du verarbeitest diese Informationen übrigens, ja, ob sie dir bewusst werden oder nicht, also ins Wachbewusstsein kommen oder nicht. Wenn du jetzt planst, dir ein neues Auto zu kaufen, dann waren die weißen Audi A4 immer schon hier. Nur dein Verstand hatte keinen Fokus drauf. Was dein Verstand braucht, ist Fokus. Und zwar bewusstes Denken. Ja, und denk dran, die meisten Menschen schaffen 3 Gedanken pro Sekunde bewusstes Denken. Also, dass es dir auch tatsächlich im Außen auffällt. Du hast vorher im Außen bewusst nach irgendetwas anderes gesucht, war deine Aufmerksamkeit da. Und jetzt befasst du dich bewusst über eine längere Zeit mit einem Thema, mit deinem neuen Auto und jetzt siehst du dein neues Auto. Nur deswegen siehst du es auf einmal. Ansonsten würdest es du nach wie vor nicht wahrnehmen. Trotzdem wär's da und trotzdem arbeitet dein Stoffwechsel auf feinstofflicher Ebene mit alledem. Ob du jetzt gerade daheim bist
und Fernseh schaust oder hier bist, um die Fernsehkanäle alle empfangst, die du ja hier empfangen kannst. Alles, was du hier mit einer Satellitenantenne empfangen kannst, verarbeitest du gerade. Jedes Handygespräch, das gerade über die Funknetze im Dreieck verarbeitet wird, verarbeitest du gerade. Und das ist für dich eine Leichtigkeit. Das ist nicht mehr anstrengend. Und du verstoffwechselst alles. Das alles ist ein Bereich, der für dich tatsächlich im Leben jetzt eine große Rolle spielt. Dein Körper verbraucht deswegen Wasser. Deswegen hast du manchmal Scheißgedanken. Deswegen bist du manchmal aggressiv, ohne zu wissen, warum. Deswegen schläfst du manchmal nachts schlecht, weil du irgendwo gewesen bist, wo du irgendwas mitkriegst in dem Bereich, das dein Wachbewusstsein gar nicht mitgekriegt hat. Du hast hier alle die Prospekte, alle Bücher, alle DVDs, die hier rumliegen. Ja, die hast du schon alle gelesen. Du weißt von jedem im Raum die komplette Familiengeschichte bis 7 Generationen zurück. Das weißt du gerade alles. Die im Heilberuf arbeiten, also es sind so viele von euch wundervolle Heiler und auch Medien. Das große Geheimnis von einem Medium ist ganz einfach. Ja? Du hast ein Gegenüber und du liest von deinem Gegenüber. Du empfangst es gar nicht von irgendwie so weit weg. Dein Gegenüber hat es ja eh dabei. Er hat doch alles da. Der hat seine gesamte Familiengeschichte da. Ja, das ist alles als Information gerade da. Du musst nicht in eine geistige Welt. Wir stellen uns das oft viel zu kompliziert vor. Ist es gar nicht. Ja? Es ist alles direkt da. Und du kannst es auslesen. Da brauchst du nicht mehr viel Übung dafür. Ja, das ist relativ einfach. Aber so funktioniert unsere Wahrnehmung. Und von diesen Gedanken, die wir hier haben, heißt es, geh mit diesen 3 bewussten Gedanken ganz sorgfältig um. Und jetzt kommt dieses Projekt, auf das ich dich einlade. Nämlich, diese 3 Gedanken kontrollierst du im Regelfall nicht. Ja, also der normale Mensch kontrolliert die nicht. Sondern der normale Mensch, der steht in der Früh auf, der weiß, wie sein Tagesablauf ist, weil es ist ja alles sehr bequem. Ja, Bad gehen, Kaffee machen, Toilette gehen, anziehen, Auto setzen, Arbeit fahren, Arbeit wieder heimfahren und. Und es ist alles so. Ja, ich mache halt irgendwie. Ja, ich schwimme halt so mit dem, was halt so ist, weil es ist halt so. Was soll ich schon dran ändern? Und da nutzt du diese Gedanken nicht, sondern dann beplätschert dich halt irgendwas. Irgendwas schnappst du dann auf und irgendwas erweckt deine Aufmerksamkeit und da bleibst du dann dran. Und meistens ist es etwas, was dir eher nicht so gut tut. Ja, und nur selten etwas, was dir richtig gut tut. Und jetzt zum Projekt. Du nimmst dir eine halbe Stunde jeden Tag plus deine 10 Minuten, die du ja eh schon. Ja? Also zusätzlich eine halbe Stunde, die du draußen bist am besten und du halbierst deine Geschwindigkeit. Ja? Du gehst nicht so zum Einkaufen, ja? Du gehst mal so. Und du schaust dich mal um. Dich werden zwar Menschen fragen unterwegs, kann ich dir helfen? Ja. Dann sag einfach, ja, ich nehme dich ein Stück mit. Und schau dich mal um. Entdecke dein Revier. Entdecke deine Stadt. Entdecke die Wege, die du schon 100-mal, vielleicht 1000-mal gegangen bist. Entdecke sie mal in halber Geschwindigkeit. Und schau dir mal alles das an, was schön ist. Ganz bewusst, schau dich mal um. Und alles, was du siehst, was schön ist, bleib wenigstens kurz mal stehen. Oder versuch deinen Fokus einfach drauf zu legen und sag, das hab ich mir nie so genau angeschaut.
Das ist ja total schön, das hat ja Babypflanzen. Ja? Die kleinen Pflanzen sind unterschiedliches Grün und die sind hart. Wie ein Kind. Versuch mal, deine Welt wieder neu zu entdecken. Und du wirst feststellen, dass du alleine dass du jetzt aufmerksam bist, dein Verstand hier nicht irgendwas macht. Weil allein dadurch brauchst du diese drei Gedanken. Da kommt kein, ich habe jetzt Sorgen um meine Miete, ich habe Ärger mit meinem Freund, ich weiß nicht, wie ich es meinem Chef sagen soll oder sonst. Das kommt gar nicht. Sondern du bist endlich mit was Sinnvollem beschäftigt, wie frisch verliebt zu sein. Du entdeckst Schönheit. Und da setzen wir jetzt noch einen drauf. Nämlich, du suchst jetzt etwas. Ja. Jeden Tag. Und mach dir mal so eine Aufgabe, zumindest drei von diesen Objekten zu finden. Und zwar, du suchst Herzen. Herzen in irgendeiner Form. An Flecken in Wänden, am Flecken am Teppich. Ja, Herzen, die irgendwo in ein Stück Holz drin sind. Ja, so in der Natur. Eine Freundin von mir, die praktiziert das über viele, viele Jahre. Die fotografiert Herzen. Genau. Ist sofort erkannt. Ja. Die fotografiert jeden Tag, ohne dass sie sich anstrengt, 50 bis 100 Herzen. 50 bis 100 und sie fotografiert nicht alle. Ja? Nein, sie fotografiert nicht alle. Ja? Und das ist ihre Aufmerksamkeit. Aber es ist doch schön, lieber die Aufmerksamkeit an etwas zu haben, das dich immer wieder freut, als die Aufmerksamkeit unbewusst an irgendeinen Scheiß, an irgendein Problem zu haben, das oftmals mit dir nichts zu tun hat. Nur weil der gerade irgendjemand irgendwas erzählt hat, was in der Politik wieder passiert. Warum geben wir so viel Energie an die Sachen, die wir nicht haben wollen? Und so wenig Energie an die Sachen, die wir haben wollen? Ja? Gib die Energie dahin, wo sie gut aufgehoben ist. An die schönen Dinge des Lebens. Wenn du schöne Dinge siehst und immer mehr, dann geht es dir besser. Dann bist du selber schöner, dann wirst du selber jünger, weil deine Zellen jetzt endlich wieder arbeiten. Deine Zellen können sich jetzt wieder teilen, deine Zellen haben wieder Stoffwechsel, deine Zellen verarbeiten wieder. Bruce Lipton hat einwandfrei und ganz deutlich bewiesen, also Bio-Forscher oder Zellbiologe, Bruce Lipton hat einwandfrei bewiesen, dass unsere Zellen immer dann, wenn wir etwas beobachten, was uns negativ stimmt, die Zelle den Stoffwechsel stoppt. Sie läuft auf ein Notprogramm. Lass deine Zellen nicht auf Notprogramm laufen. Ja, das ist halt dann das Leben so. Ja? Das ist Notprogramm. Dann kommst du halt gerade so über die Runden. Raus aus diesem Scheiß, raus aus den Automatismen. Steig aus und es ist so einfach. Es ist wirklich so einfach. Alles in dein Leben kannst du verändern. Und zwar immer, gleich und jetzt. Es braucht nur ein einziges dazu. Eins. Ja. Und das schreibe ich da auf. Im Geheimen. Weil das ist ein Geheimnis. So, wollt ihr sehen? Ja, ein Geheimnis, was ganz was Spezielles. Wollt ihr es wirklich sehen? Wie du alles verändern kannst. Das ist ein Wort, bereit. Entscheidung. Ja. Alles, was es dazu braucht, ist du, nur du. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung treffen. Mache ich so weiter oder mache ich etwas anders? Es geht um dich. Nur du kannst deine Richtung verändern. Niemand. Bitte hilf all diesen Therapeuten, die mit dir arbeiten. Ja?
Hilf ihnen und triff du eine Entscheidung. Triff du eine Entscheidung, ob du gesund sein magst. Triff du eine Entscheidung, ob du eine glückliche Partnerschaft haben magst. Triff deine Entscheidung, ob du glücklich im Beruf sein magst. Ja? Triff deine Entscheidung, ob du jetzt vermögend und reich sein magst. Ja, ja. Ja, aber dann mach es. Ja? Wirklich Entscheidung und geh. Geh diesen Weg. Wo ist dein Element? Ja? Find dein Element raus. Wo bist du richtig, richtig gut? Und das Erste, was du machst, wenn du dein Element gefunden hast, erzähl anderen Menschen darüber, wo du richtig gut bist, was dein Element ist. Sag's dem Menschen. Das potenziert deine Energie. Wenn du nicht über dich sprichst, dann ist es nicht dein Element. Wenn du in dein Element bist, dann ist es, yes, mein Element. Ja, da drin lebe ich. Das ist nichts, was du erdenken kannst. Das ist da, das ist deine Power, das ist deine Lebenskraft. Das ist am Anfang schwieriger, wie man erstmal glaubt. Ja, man denkt so, ja, wenn man Element hat, das habe ich schnell heraus. Und dann wirst du mal da sitzen mit dir. Ja, und wirst dann, was kann denn eigentlich so richtig gut? Ja, weil du hast im Kopf, was du nicht kannst. Du hast deine schwarzen Bummerl im Kopf. Ja, deine Fehler. Das, was dir alle Menschen immer gesagt haben, was du nicht kannst. Das, was du dir selber gesagt hast. Ah, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht wie. Ja, 100-mal, 1000-mal. Alles das ist da. Und jetzt ist Zeit für Veränderung. Jetzt kommt eine neue Energie. Jetzt kommst du endlich raus und sagst, so, und jetzt will ich mein Element finden. Sei Forscher und Entdecker. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Erforsch dein Element, entdeck dein Element. Und wenn du dein Element gefunden hast, dann fang an, dich da drin zu bewegen. Ja? Der Fisch, der jahrelang probiert hat, auf Apfelbäume zu klettern, den kannst du nicht ins Wasser schmeißen und sagen, jetzt zeig mir Kunststücke. Der ist jetzt endlich in sein Element und der muss in sein Element jetzt laufen lernen. Du wirst in deinem Element laufen lernen müssen. Lern laufen, schwimmen, klettern, was auch immer dein Element ist. Ja? Aber mach es, leb. Ja, fang an, dass deine Lebenspower zurückkehrt. Ja, dass du sagst, yes, das Leben ist nur schön. Ja, ich sehe überall nur Herzen. Es war deine Entscheidung und du musst zu niemandem Danke sagen. Du hast dich dafür entschieden. In der Therapie, die Therapeuten von euch oder unter euch, die kriegen oft mit, dass wir manchmal, es ist relativ einfach, jemanden zu begleiten. In die Gesundheit, in neues Leben, in seine Erfüllung. Und manchmal ist es total schwer. Es ist nur schwer, wenn dein Gegenüber für sich keine Entscheidung trifft. Wenn dein Gegenüber eine Entscheidung getroffen hat, ist es immer leicht. Das heißt auch für dich als Therapeut, dein Klient braucht eine Entscheidung. Und das heißt für dich als Therapeut, hilf ihm, eine Entscheidung zu fällen. Sag ihm, es ist an ihm. Endlich diese Kontrolle wegzugeben. Ja? Du musst es entscheiden. Ich kann dich nicht tragen. Ich kann dich nicht von hier nach da tragen und sagen, so, jetzt habe ich dich da hingetragen und jetzt schauen wir mal, ob du jetzt gesund wirst. Wenn du dich nicht entscheidest dafür, wirst du nicht gesund. Du musst dich entscheiden. Du kannst nicht glücklich werden, wenn du dich für Unglück entscheidest. Du hast die Werkzeuge, da auszubrechen. Unterbrich deine Automatismen. Raus aus diesen automatisch. Ja, aus diesen, es plätschert schon irgendwie. Ja, dein Leben plätschert an dir vorbei. Du stehst an einem Fluss, du bist er nicht. Aber du bist der Fluss. Du bist der ganze Fluss. Du kannst alles entdecken über die gesamte Länge des Flusses. Das bist du. Solange du nicht am Rand des Flusses stehst. Und einfach drauf schaust und sagst, boah, der Fluss ist aber schön, wie der hier vorbeifließt. Du kennst die Quelle nicht, du kennst das Ziel nicht. Du bist aber die Quelle und das Ziel. Du bist der gesamte Fluss. Sei es einfach. Ja. Sei es, geh rein in das. Sei wieder lebendig, sei erfüllt. Und du wirst feststellen, dann gibt es alles das nicht mehr, dass du kämpfen musst für irgendwas. Du musst nicht kämpfen, dass etwas zu dir kommt, dass du etwas festhalten kannst. Die Dinge kommen zu dir, die sind auf einmal da. Das geht auf einmal von ganz allein. Und das ist geil.
Das ist nicht nur geil, das ist unbeschreiblich. Ja, das ist total schön. Da musst du dir keinen Parkplatz mehr wünschen. Ja, da musst du dir nicht mehr wünschen, dass irgendwas gut geht. Das geht einfach alles gut. Ja, du brauchst das nicht mehr wünschen. Es ist halt so. Ja, das ist super schön. Und ich würde mir freuen, dass so ein paar Dinge du aufnehmen und umsetzen kannst. Einfache, kleine Werkzeuge, aber Werkzeuge, die in deinem Leben etwas bewirken, weil es um Achtsamkeit geht. Es geht um Aufmerksamkeit. Und vielleicht entdeckst du dann, dass du in vielen Bereichen deines Lebens bisher unachtsam warst. Es nicht gesehen hast, die Schönheit nicht gesehen hast, dessen, was im Prinzip da ist. Dass du oftmals das gemacht hast, was dir von Anfang an dein ganzes Leben gezeigt worden ist. Das, wo du Fehler hast. Dir wird in der Schule so viel gezeigt, was du falsch machst. Du kriegst schlechte Noten, aber dir wird nicht gesagt, was du gut machst. Dass du zum Beispiel freundlich bist, dass du hilfsbereit bist. Nein, du kriegst eine scheiß Note, weil du Mathe nicht verstanden hast. Ja, aber auf dich geht keiner ein. Und so lernst du ein Leben voller Missverständnisse eigentlich und das, was du nicht bist, was andere zu dir gesagt haben. Und du hast dich selber verloren. Du weißt nicht, wer du bist. Ich bin groß geworden in ein Elternhaus, wo meine Mutter immer gesagt hat, mit dir habe ich die Nachgeburt aufgezogen. Ja? Du bist ja eh nur ein Depp, du kannst nichts. Das war für meine Mutter war das absolut egal. Ich habe für meine Mutter, war ich gut in der Schule. Das hat meine Mutter nicht interessiert. Meine Mutter hat zu mir gesagt, ja, du, keine Ahnung, wie du, Idiot, so einen guten Schulabschluss machen kannst. Ja? Schau dir deine Schwester an, die muss dir alles erarbeiten und du kriegst alles geschenkt, weil du so ein Depp bist. Ja? Das war meine Mutter, ja, die mir immer gezeigt hat, was ich nicht kann. Und mein gesamtes Leben habe ich damit verbracht, meiner Mama zu beweisen, dass ich es schaffe, ja, dass ich hier gut sein kann, dass ich es packe, dass ich der Erste hier bin, der Erste da bin und der Beste dort und hier. Und irgendwann in meinem Leben merke, was tue ich, wem zeige ich das? Ich habe mit meiner Mama gar keinen Kontakt mehr und trotzdem mache ich es. Ich sehe in jeder Lebensgefährtin, sehe unbewusst meine Mutter und reagiere einfach. Bist du am Punkt, wo es wehgetan hat und ich für mich angefangen habe, nein, Entscheidung getroffen, ich mag nicht mehr, ich mag das nicht mehr, ich brauche dieses Programm nicht mehr. Ich muss niemandem gerecht machen, um wen geht es denn? Mein Leben, also um wen kann es in meinem Leben gehen? Ja, nur um mich. Ich muss meiner Mutter nicht gerecht werden. Wenn das für meine Mutter so ist, dann kann ich das akzeptieren, es ist ihre Meinung. Ich kann mir meine eigene Meinung machen, wenn ich es möchte. Oder ich kann einfach sagen, es hat für mich keine Bedeutung mehr. Ja? Also versuch dieses Kämpfen aufzuhören. Ja? Du musst nicht kämpfen. Jeder Mensch auf dieser Erde hat Recht. Gerne. Gerne. Alles Liebe. Ciao. Du, wo war ich? Entscheidung. Du triffst deine Entscheidung. Ja? Und du sagst, wann du aussteigst und wann du nicht aussteigst. Ja? Also steig aus, es geht anders. Du musst niemandem was beweisen, es geht um dich. Ja? Wie du dich siehst, das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Wie sehe ich mich? Ja, wie spüre ich mich? Wie fühle ich mich? Kann ich mir selbst in die Augen schauen und kann sagen, hey, du bist super. Habe ich das überhaupt schon mal gemacht? Ja, probier's aus. Und wenn du dir in die Augen schaust, schau in dein rechtes Auge. Ja, also das ist im Spiegel das linke. Ja, das gegenüberliegende. Also am besten gehst du so an den Spiegel hin. Ja, nicht, dass du im Spiegel auf das rechte Auge schaust, weil bei deinem Gegenüber, wenn dir jemand gegenüber sitzt, ist das rechte Auge da. Ja, und wenn du im Spiegel schaust, schaust du nämlich in dein falsches Auge, schau in das
rechte Auge. Das rechte Auge ist das Auge, das für dein seelisches Bewusstsein zuständig ist. Das linke Auge ist das Auge, das für dein körperliches Bewusstsein, für dein weltliches Bewusstsein zuständig ist. Aber schau dir jeden Tag eine Minute nur in dein Auge, nur in dein rechtes Auge. Ja, das ist schön. Also du hast eine halbe Stunde spazieren gehen, 10 Minuten schau, und 1 bis 2 Minuten am Spiegel. Ja, das sind so deine Projekte, die du die nächsten Tage für dich machen kannst. Ich wünsche mir eine große Veränderung für dich mit kleinen Werkzeugen und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass ein Tick sich dein Lebensweg verändert. Du ab und an eine neue Entscheidung triffst, eine Entscheidung, die nur für dich ist und nicht für irgendjemanden, sondern rein nur für dich. Und du dich mit dieser Entscheidung gut fühlst und deine Wege neu gestalten kannst. Und auf diesem Weg viele, viele Herzen siehst, die dich immer wieder daran erinnern, ich bin auf dem richtigen Weg und die dir Freude schenken und Kraft schenken. Und ja, so wünsche ich euch allen einen wundervollen Abend, ein wunderschönes und langes, erfülltes Leben. Und vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und danke, dass ihr eine Familie unterstützt mit den Armen, die die Unterstützung braucht. Dankeschön.